Betrug als Wachstumsfaktor für organisierte Wirtschaftskriminalität unter dem Schutzschild der Politik. Eine betrügerische Strukturen werden nicht bekämpft, sondern verfeinert. Kriminelle Manager werden nicht verhaftet, sondern zum Stuhlkreis mit der Politik eingeladen. Gut, ich weiß jetzt nicht, was die schlimmere Strafe ist. Und das alles, weil über allem das Drohszenario des Wirtschaftsstandorts Deutschland steht und das ewige Mantra der geistig Kleinwüchsigen zu hören ist. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und alles nur, damit wir in dieser Welt leben können. Wir sitzen inmitten unserer eigenen Meisen und denken, die anderen haben doch alle einen Vogel. Das Grundgesetz, das sollte uns ursprünglich auf dem Weg zur Humanisierung des Menschen helfen. Deswegen gibt es auch den Artikel 25. Artikel 25 ist der Vorrang des Völkerrechts. Bedeutet, unabhängig von unseren nationalen Gesetzen, hat das Völkerrecht immer Vorrang. Also theoretisch. Praktisch ist uns das Schnurzpiep egal. Die Drohnenpiloten der Amerikaner sitzen in Las Vegas. Logisch, ist ja auch ein Zockerparadies. Das Problem ist, durch die dusselige Erdkrümmung können die ihre Drohnen in Pakistan, Syrien und im Jemen nicht steuern. Deswegen halten sich die Amis eine kleine, unbedeutende Bananenrepublik. Deutschland. Genauer gesagt Rammstein. In Rammstein hat man ja schon vor vielen Jahren erkannt, dass die Zukunft des Fliegens eher in unbemannten Flugzeugen liegt. In Rammstein steht die Satellitenrelaisstation, über die die Amis ihre Drohnen da unten steuern. Damit macht sich Deutschland völkerrechtlich strafbar. Wir wissen das. Also inoffiziell. Offiziell haben wir keine Ahnung, was die Amis da machen. Wahrscheinlich Care-Pakete verteilen. Und das alles für den Kampf des Guten gegen das Böse. Mit der chirurgischen Präzision von Drohnen. Die sind ja wahnsinnig präzise, diese Drohnen. Also um 41 Terroristen zu töten, da haben die Amis insgesamt 1147 Menschen weggebombt. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 28. Für diese Präzision müssen sie als Chirurg in den Knast. Aber es geht ja noch weiter. Rammstein ist kein exterritoriales Gelände, sondern ist Bundesgebiet. Das bedeutet, wenn von deutschem Boden aus Menschen ermordet werden, müsste hier eigentlich ein Staatsanwalt ermitteln. Also theoretisch. Praktisch ist uns das Schnurzpiepen egal. Es hat mal ein Mann aus dem Jemen in Deutschland geklagt. Faisal bin Ali Jaber hat beim Drohnenangriff unschuldige Familienangehörige verloren. Er hat argumentiert, dass ohne diese Satellitenstation die Amis seine Familie gar nicht hätten ermorden können. Es klingt einleuchtend. Theoretisch. Praktisch, genau. Die Klage wurde abgewiesen. Mit der Begründung, sie sei zwar zulässig, aber die Bundesregierung müsse selbst entscheiden, ob sie handle oder nicht. In diesem Fall darf also der Täter selber entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht. Das ist bei uns der Vorrang des Völkerrechts. Indem man die geltenden Gesetze gar nicht erst anwendet, kann es auch zu keinem Konflikt mit dem Völkerrecht kommen. Und das alles, damit wir hier in unserer scheinbaren Realität gut und gerne leben können. Und arbeiten. Arbeiten ist auch ganz wichtig. Arbeiten ist der Artikel 12. Den gibt es tatsächlich im Grundgesetz. Das ist die Berufsfreiheit. Hier in diesem Land darf jeder werden, was er will. Zum Beispiel Politiker, der sich seiner völkerrechtlichen Verantwortung nicht stellt. Hier in diesem Land darf jeder werden, was er will. Richter, der sich wegen ein paar toten Jemeniten nicht in die große Weltpolitik einmischen will. In diesem Land darf jeder werden, was er will. Unabhängig davon, ob er es auch kann. Das ist unsere Leitkultur.